Hallo alle miteinander. Und ihr guckt immer noch meine Pierre Vogel Videos. Naja, bald dürft's vorbei sein, ist nicht mehr viel Vogel übrig. Vielleicht schaffen wir es heute sogar. Hoffentlich. Also, um nochmal die letzten Geschehnisse zusammenzufassen. Pierre Vogel hat keine Ahnung von Evolution, aber hält Vorträge darüber. Pierre Vogel hat einigermaßen Ahnung von ein paar Fakten über Religion. Überall auf der Welt gibt es Religion, das gibt so einen Gottspott. Die haben die gefunden, das habe ich mir aufgeschrieben. Und ich habe ein Koran-Zitat, also gibt das Allah-Spots. Was im Grunde heißt, er hat zwar Ahnung von ein paar Einzelfakten, verbindet sie aber falsch und interpretiert viel zu viel in irgendwelche Koranverse rein. Wobei wir bei unserem heutigen Video wären. Machen wir weiter. Nun kommen wir zum nächsten Beispiel. Was sagt Allah? Guck mal, dieser Vers. Ja, in Surat al-Najm ist dieser Vers. Könnt ihr nachgucken, Surat al-Stern. Diese zwei Verse. Haben sie sich selber erschaffen? Haben sie sich selber erschaffen oder sind sie, die alles erschaffen haben? Sind sie aus nichts erschaffen worden? Nein, weil derjenige, der erschaffen hat, muss selber unerschaffen sein. Was? Aber du bist erschaffen. Und du bist nicht einfach entstanden. Etwas, was nichts ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Etwas, was nichts ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Das ist eine totale Logik. Aber Gott war immer da. Warum? Das ist eine klare Widerlegung. Wenn du das einem gibst, bist du aus nichts erschaffen? Nee, sondern Allah steckt dahinter. Der Schöpfer. Und welche Eigenschaft muss der Schöpfer haben? Dass er selber unerschaffen ist. Was? Das ist die Eigenschaft. Manche Leute sagen, dann letztens kommt jemand, ein Bruder, sitzt im Publikum, fragt mich, ja, ich habe mit jemandem diskutiert über Gott und die Welt und habe ihm diese Beispiele gegeben mit Schöpfer, Schöpfung und so weiter. Und da hat er mir voll den Knockout gegeben. Hat er mich schachmatt gesetzt. Er hat gesagt, ja, wer hat Allah geschaffen? Das ist eine echt gute Frage, muss ich sagen. Ich höre mir seit über einer verdammten Stunde, komm runter, ich höre mir seit über einer Stunde das Gesabber vom Vogel an. Und immer wieder wiederholt er, ja, alles muss ja einen Schöpfer haben, alles braucht einen Schöpfer. Das Haus baut sich ja nicht von alleine auf oder Erdbeben und Boom, das braucht ja einen Schöpfer. Das Bild kannst ja nicht einfach hier Farbe an eine Leinwand ballern und sagen, so Mona Lisa, da brauchst du ja einen Maler, also einen Schöpfer brauchst du dafür, einen Schöpfer, 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 Schöpfer. Nur seit einer Stunde, den ganzen Tag. Also, nachdem ich jetzt dem Wahnsinn näher bin als jemals zuvor, muss ich fragen, wie kann man sagen, alles braucht einen Schöpfer? Dieses unheimlich komplizierte Universum mit diesen unheimlich komplizierten menschlichen Zellen und Augen und dies und das braucht einen Schöpfer. Aber der Schöpfer braucht keinen Schöpfer. Ich meine, es ist ja logisch. Wenn ich eine Maschine baue, dann ist diese Maschine begrenzt durch meinen Verstand und meine werklichen Fähigkeiten. Ich kann keine Maschine bauen, die mehr kann, also die Sachen kann, von denen ich keine Ahnung habe, wie die funktionieren. Ich kann auch keine Maschine bauen, die so Sachen machen kann, von denen ich weiß, wie sie funktionieren, wo ich aber nicht das Geschick habe, die so zu bauen, dass sie so funktionieren. Ich wüsste zwar theoretisch, wie ich eine Laserkanone bauen könnte beispielsweise, aber ich habe keine Ahnung, wie ich an die Teile komme und wie ich das zusammenbauen muss. Ich weiß nur, es wäre irgendwas mit Licht und Spiegeln und Linsen. Also, was ich bauen kann, ist beschränkt durch mein Wissen und meine handwerklichen Künste. Das heißt, der Schöpfer von etwas so Komplexem wie das Universum müsste ja mindestens so komplex sein wie das Universum, wenn nicht noch komplexer. Das heißt im Grunde zu sagen, das Universum ist so komplex, das braucht einen Schöpfer, wirft automatisch die Frage auf, wer hat diesen Schöpfer erschaffen. Denn der Schöpfer muss ja noch komplizierter sein als das Universum. Einfach zu sagen, der war immer da, ist eine vollkommen bescheuerte Antwort. Und ich habe Angst vor der Antwort, die Vogel jetzt raushauen wird. Aber die Antwort ist ganz einfach. Ein Wort.
Keiner. Was? Entschuldigung, was? Wenn einer fragt, wer hat Allah erschaffen, dann sagen wir einfach, du musst erstmal verstehen, dass Gott anders ist als alles andere. Denn alles hat einen Anfang und ein Ende, aber Allah hat keinen Anfang und kein Ende. Denn Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay wa huwa samiul basir. Er ist der, nichts ist im Gleichen, er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, das ist ein Beweis für uns. Nein, ist das nicht. Weil derjenige, der erschaffen hat, der Urschöpfer, kann nur jemand sein, der in seinen Eigenschaften völlig anders ist als seine Schöpfung. Und das bezeugt Allah in seinem Buch im Koran. An mindestens 3 Stellen. 4 Stellen. Zum Beispiel, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Sura 112. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? In Sura Maryam. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأْبُتُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا. Ja, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist, dient ihm, seid beständig in seinem Gottesdienst. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Ein Vers, alle 3 Arten von Tauhid drin. Tauhid Rububiyya, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist. Tauhid Uluhiyya, fa'budhu, wastabir li'ibadati, dient ihm und sei beständig im Gottesdienst. Hal ta'lamu lahu samia, rhetorische Frage, kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Nein. So 112, walam yakul lahu kufuwan ahad, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, Allah ist nichts und niemandem ähnlich. Okay? Nein, das ist Bullshit. Es ist nicht okay, es ist Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Aber weil ich euch erklären muss, warum es Bullshit ist, legen wir los. Dieser Scheiß nennt sich Kreislogik. Was ist Kreislogik, Onkel Firngard? Kreislogik heißt, ihr habt eine Argumentationsstruktur, die um sich selber rotiert. In diesem Fall zum Beispiel, es steht im Koran, der Koran ist von Allah, also ist es richtig. Wäre es falsch, wird es nicht im Koran stehen. Darum ist die Aussage im Koran über Allah richtig, weil der Koran von Allah kommt. Würde in irgendeinem Buch aus der Zeit stehen, dass Allah ein falscher Gott ist und Kinderopfer haben will, dann würden Muslime sagen, Quatsch, das ist ja Propaganda, das kannst du gar nicht beweisen, dass das richtig ist. Aber wenn im Koran steht, dass Allah Schöpfer von alles ist und super toll und überhaupt nicht wie irgendwas sonst, ja, das ist ja bewiesen, steht ja im Koran. Das ist kein Argument für irgendwas. Nur weil ich sage, im Buch der Gottheit, das ist das Hauptproblem. Das hier ist Dawa für Atheisten. Für Leute, die nicht denken, dass Allah existiert. Bei denen klappt die Kreislogik nicht, weil der Allah wegfällt. Der einzige Grund, aus dem gesagt wird, diese Aussage aus dem Koran ist richtig, ist, weil vorausgesetzt wird, dass Allah den Koran geschrieben hat und dass Allah existiert und dass Allah immer recht hat und allwissend ist. Ein Atheist glaubt nicht, dass Allah existiert. Er glaubt nicht, dass Allah allwissend und allmächtig ist. Also haben wir hier irgendein Buch, das für den Atheisten absolut keinen Grund, das wurde Atheist absolut keinen Grund hat, das zu glauben. Weil die einzige Legitimation für den Koran ist, da steht drin, das ist von Allah. Also ist das für einen Atheisten ein absolutes Nullargument. Da wird gesagt, na und, ich habe dieses Buch, da kann ich auch reinschreiben, von Allah. Allah ist mein Kampf, wer will das haben? Ich hoffe, ihr versteht, warum ich mich hier so aufrege. Und ich hoffe, ihr versteht, warum das kein Argument ist, das man in irgendeiner zivilisierten Gesellschaft gelten lassen sollte. Ohne Scheiß, würde ich dasselbe Argument machen und einfach sagen, Tor existiert, der ist nur auf einer ätherischen Ebene, das könnt ihr gar nicht das Gegenteil beweisen. Der ist anders als alles, was wir messen können. Da wird mir jeder sagen, gut, wir können Tor nicht messen, wir können ihn nicht beweisen, also gibt es Tor nicht. Bumm. So einfach ist das in der normalen Logik. Wenn ich sage, ich habe Pizza, aber sie ist ätherisch und aus der Galaxie Xing, würden Leute sagen, du bist bekloppt, du hast keine Pizza, geh zum Dönermann, kauf dir eine Pizza Döner. Heute im besonderen Sonderangebot. Super billig, super lecker. Aber nein. Sobald es auf einmal um Allah geht, wird gesagt, ja, das ist in der Galaxie Xenung und es ist ätherisch um den Dromeda-Nebel geknotet. Da ist auf einmal alles wieder super.
Da wird gesagt, wisst ihr was? Das macht alles Sinn. Das ist alles voll Knorke. Ich glaube, ich drehe mir noch eine größere Tüte, dann macht es bestimmt noch viel mehr Sinn, ja. Ah! Wie kann sich der Typ so kackdreist hinstellen, den größten Argumentationsständer aller Zeiten bekommen und sagen, ich habe eine Kreislogik, das ist alles super hier. Ich hoffe wirklich, 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 dass der Typ irgendwann mal beim Karneval sich hinstellt in Köln und sagt, wir lassen die Moschee in Köln und sich rausstellt, dass das alles nur ein großer Gag war. Ich hoffe es wirklich. Weil wenn wirklich Leute so mit mir argumentieren würden, würde ich denen so dermaßen den Arsch versohlen. Sowohl verbal als auch mit der flachen Hand. Mein Gott, wie kann jemand so dämlich argumentieren? So, jetzt geht's weiter. So. Und das ist einer der Hauptpunkte, der Hauptargumente, die diejenigen, das müsst ihr euch unbedingt merken, die nicht an Gott glauben, als Beweis dafür bringen wollen, dass es keinen Gott gibt. Die sagen einmal, ja, es gibt keine Beweise dafür. Dann sagen wir, wo ist dein Beweis? Und dann gehen wir dieses Argumentationsschema durch. Und der andere Beweis, den sie bringen wollen, ist, und da gibt es auch ein Buch von einem gewissen Dawkins, und fast alle Dinge da drin beschäftigen sich mit einem Punkt. Das sind alles Leute, mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Warum gibt es schlechte Dinge? Die sagen, ist Gott allmächtig? Du sagst, ja. Dann sagt er, ist Gott gut? Ja. Dann sagt er zu dir, warum gibt es dann Erdbeben, Krankheiten, Tod, dies, das, Mord und so weiter und so fort. Für die von euch, die nicht ganz verstanden haben, was der Vogel hier will, wegen seiner charmanten Art zu reden, hier nochmal die Zusammenfassung. Er redet von der Theodizee-Frage. Die Frage ist im Grunde recht simpel. Gott existiert und das Übel existiert. Wäre Gott gut und allmächtig, gäbe es das Schlechte nicht. Weil ein guter Gott, der dazu fähig ist, das Böse auszumerzen, würde das Böse ausmerzen. Ist ja logisch. Also ist Gott entweder zwar gut, aber nicht in der Lage dazu, das Böse auszumerzen, somit wäre er nicht allmächtig. Oder Gott könnte das Böse zwar ausmerzen, will es aber nicht und wäre somit böse bzw. gleichgültig der Welt gegenüber. Dann könnte man auch noch sagen, dass er weder gut noch willens ist, also weder gut und willens ist, das Böse auszumerzen, noch dass er die Macht dazu hätte, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Das wäre im Grunde die Theodizee-Frage. Wenn es einen guten, allmächtigen Gott gibt, warum gibt es dann Leid auf der Welt? Weil ein guter Gott würde ja das Böse ausmerzen wollen und ein allmächtiger Gott könnte das ganze Böse ausmerzen. Also in Kombination dürfte es eigentlich nichts Böses mehr auf der Welt geben. Und jetzt habe ich schon mal präventiv die Faust geballt, damit ich sie mir ins Gesicht schlagen kann für die Antwort, die Vogel gibt. Jetzt gebe ich euch erst eine allgemeine Antwort und dann eine spezielle Antwort, okay? Allgemeine Antwort ist, den Satz müsst ihr euch merken, auf diese Scheinargument. Wenn Gott gut ist und allmächtig, warum gibt es schlechte Sachen? Dann sagen wir, dies ist kein Beweis, diese Annahme von dir ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern es ist nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Okay, Pierre, ich gehe nochmal ganz ruhig die Sache mit dir durch. Die Theodizee-Frage lautet wie folgt. Grundannahme 1, es gibt das Böse. Grundannahme 2, es gibt einen Gott. Lösung. Wäre Gott gut und allmächtig, dann dürfte es kein Böses in der Welt geben. Weil ein guter Gott willens wäre und ein allmächtiger Gott allmächtig wäre, alles Böse auszulöschen. Weil es aber nicht der Fall ist, kann Gott nicht allmächtig und gut gleichzeitig sein. Wäre Gott gut, hätte er nicht die Macht dazu, das Böse auszumerzen, da das Böse noch existiert. Somit kann Gott nicht gleichzeitig gut und allmächtig sein. Wäre Gott allmächtig,
könnte er das Böse auslöschen. Er tut es aber nicht und ist daher nicht gut. Das heißt, Gott wäre zwar allmächtig, aber nicht gut. Wie könnte man beweisen, dass Gott gleichzeitig allmächtig und gut ist? Das ist das Modell der Theodizee-Frage. Wenn du jetzt minutenlang laberst, ja, aber Allah, das steht ja im Koran, dass Allah nicht unbedingt nur gute Sachen erschaffen hat, dann heißt das auf gut Deutsch, deine Antwort kannst du innerhalb von einem Satz ausbauen. Wir sprechen von einem anderen Konzept von Gott. Allah ist nicht gut und allmächtig, er ist allmächtig. Allah ist mir so neutral und nicht gut. Das wäre alles, was du sagen müsstest. Du brauchst jetzt nicht Ewigkeiten, dass ich vorspulen werde, labern und labern über, das gibt Erdbeben, das steht im Koran, dass Allah Zeug geschaffen hat, ey, weißt du? Also, wieso bringst du dieses Argument an? Ach ja, weil du einen Strohmann draus gebaut hast. Du dämliches, arschgeficktes Schwein. Du Bastard eines Hundes. Du wertloses Stück Dreck. Wie kannst du so unheimlich dämlich sein? Beziehungsweise, wie kannst du so schamlos lügen? Jeder, der bei Google eingibt, Gott gut und allmächtig, findet sofort die Theodizee-Frage. Da kann man sich bei Wikipedia Ewigkeiten was bei kaputt lesen. Da kann man sich auf diversen Bibelseiten was bei kaputt lesen. Christen betrifft das nämlich Muslime nicht. Wie kannst du der Annahme sein, dass irgendjemand, der zu deinen scheiß Dawa-Kursen geht, so blöd ist und kein Google hat? Wie kannst du sagen, dass so, ja, die Theodizee-Frage ist scheiße, weil wir sagen, das betrifft uns nicht und darum ist es kein Gegenbeweis für Gott? Die Theodizee-Frage war niemals als Gegenbeweis für irgendeinen Gott gedacht. Die Theodizee-Frage ist nur dazu da, zu zeigen, ein allmächtiger Gott kann nicht gleichzeitig gut sein und ein guter Gott nicht gleichzeitig allmächtig. Das betrifft genau, nachschlagen, einen Gott, den christlichen. Alle anderen Götter sind entweder nicht gut, wie zum Beispiel Allah oder Jahwe, die sind mehr so neutral, oder nicht allmächtig, wie 934% aller Götter, die es überhaupt jemals gab, außer euch dreien. Jesus fucking Christ. Nachdem ich mich jetzt wieder aufgeregt und Leute sind uns beleidigt habe, fühle ich mich viel besser. Ich überspule jetzt mal die allgemeine Antwort und komme dann zum anderen Teil wieder. Denn wenn du davon aus... So, jetzt kommt nur die nächste Frage. Okay, wenn Gott gut ist, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage. Wenn Gott gut ist und das Gute will für den Menschen, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage, die müssen wir jetzt beantworten. Wir sagen, das Üble, was Gott erschaffen hat, hat er aus einer Weisheit erschaffen. Nicht für das Üble an sich, sondern weil alles Üble etwas Gutes mitbringt. Das können wir manchmal erkennen und manchmal nicht. Zum Beispiel. Der Satan wurde erschaffen. Ist der Satan schlecht? Ja. Ist alles an ihm schlecht? Nein. Der hat am Anfang Gott gedient. Aber ist es schlecht, dass Allah ihn erschaffen hat? Nein. Denn dadurch, dass Allah ihn erschaffen hat, sind Menschen entstanden, Wesen entstanden, die den Satan bekämpfen. Weisheit. Das ist so dumm, es verletzt mich körperlich. Für alle, die jetzt nicht kapieren, warum ich mich so tierisch aufrege. Nochmal die Zusammenfassung. Es ist gut, dass Allah den Satan oder Scheitern oder Teufel oder Hans Martin oder wie auch immer geschaffen hat, weil es dadurch Leute gibt, die den Teufel bekämpfen. Ich nehme das aus dem religiösen Kontext und packe es in einen weltlichen Kontext. Es ist gut, dass ich Pierre Vogel auf die mir grausamstmöglichste Art töte, weil es dadurch Leute gibt, die diesen Mord aufklären wollen. Es ist gut, dass Deutschland den Holocaust veranstaltet hat, weil es dadurch Leute gibt, die sich über Rassismus Gedanken machen. Es ist gut, dass ich das Waisenhaus am Ende der Straße angezündet habe,
weil es dadurch Feuerwehrmänner gibt, die den Brand gelöscht haben. Kapiert ihr, wie das absolut keinen Sinn macht? Wenn ich jemanden auf brutale Art und Weise mit Messerstichen ermorde, ist es eine schlechte Tat. Wenn sich dadurch rausstellt, wir haben ja Polizisten, wir möchten den Mord aufklären, macht das die Tat nicht besser. Das ist absoluter Bullshit. Bullshit, 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 Bullshit. Hättest du gesagt, ja, Allah ist nicht unbedingt gut, sondern mehr so neutral, dann hätte ich gesagt, von mir aus, da hat mal irgendwann gesagt, komm, ich kann auch nicht alle lieb haben, ich habe auch eine Hölle installiert, dann mache ich auch mal einen Satan, wo soll ich sonst hinpacken? Aber nein, du sagst, Allah ist gut, aber er macht böse, böse Sachen, weil aus den bösen Sachen was Gutes rauskommt. Oh, wenn es noch irgendein Bullshit kommt, dann drehe ich am Rad. Eine Brust aufzuschneiden. Ja, du nimmst dir ein Messer und schneidest den Brustkorb auf. Mitsamt Knochen. Brichst den Knochen, schneidest den Brustkorb auf. Ist das schlecht? Das ist schlecht. Diese Tat in sich selbst ist schlecht. Aber der Chirurg, der das aufschneidet, schneidet das auf für einen tieferen Sinn, damit er das Herz operieren kann. Das heißt, offensichtlich ist das etwas Schlechtes, aber der Sinn, der dahinter steckt, ist etwas Positives. Nein, das ist... Aha! Jedem ist klar, dass die Intention des Arztes beim Aufschneiden des Brustkorbs ist, ich möchte so wenig Schaden wie möglich machen, damit ich das Herz vernünftig retten kann und der Mann danach ein gutes Leben hat. Was war die Intention von Allah, als er gesagt hat, komm, ich erschaffe jetzt mal das böseste Wesen, das es gibt, die Personifikation von allem, was böse ist auf der Welt? Das wäre so wie zu meinen vorherigen Beispielen zu sagen, Hitler wollte ja gar nicht die Juden ausrotten, der wollte ja nur Bewusstsein für Rassismus wecken, damit alle merken, wie böse Rassismus ist. Ich wollte gar nicht die ganzen kleinen Kinder im Waisenhaus tödlich verbrennen lassen auf qualvolle Art und Weise. Ich wollte dafür sorgen, dass die Feuerwehr mal wieder was zu tun hat. Wenn das sogar bei einem Menschen schon nachvollziehbar ist, dass ein Mensch etwas offensichtlich auf den ersten Blick Schlechtes macht, was aber von der Weisheit her etwas Positives mit sich bringt, dann, wie ist das erst mit dem Schöpfer? Und deswegen halten wir fest, das Üble, was Allah erschaffen hat, hat er erschaffen für einen positiven Zweck. Hättest du die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Nein. Okay, wie gesagt, habt ihr das alles verstanden, okay? Okay. Würdest du die Gesundheit erkennen? Also nach Pierre Vogels Beispiel ist es etwas Gutes, wenn du zu deinem Nachbarn hingehst und dem ein paar auf die Schnauze haust, weil er mit der gebrochenen Nase und den rausgeschlagenen Zähnen ja überhaupt erstmal begreift, wie cool das war, eine nicht gebrochene Nase zu haben und alle Zähne in der Fresse. Jeder, der so seine Kinder erzieht, lass ihn doch die Herdplatte anfassen, da weiß er, was kaputt ist, dem werden die Kinder weggenommen. Aber zu sagen, der Schöpfer der Menschheit, der darf das, dann macht das Sinn. Fickt euch alle. Meine Fresse. Fick dich, Pierre Vogel, fick dich, Harun Yahya, fickt euch, ihr Vollidioten, die ihr da rumsitzt in diesem scheiß Dawa-Kurs. Und fick mich, weil ich den ganzen Fuck auch noch kommentiere, verfickte Fuck-Scheiße noch eins. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine Frage. So. Und jetzt sage ich euch, ach, das ist eine ganz verwirrende Frage, ist das. Nur wir müssen wissen, wie wir darauf antworten. Wie wir antworten auf die Frage. Jemand sagt zu dir zum Beispiel, das ist oft so eine Frage, die wollen sie dann bringen, wollen dich durcheinander bringen. Kann Allah, kann Gott, wenn er allmächtig ist, kann er einen Stein erschaffen, der für ihn zu schwer ist, um ihn zu heben? Leute, ich bringe euch nur die Sachen, weil kann sein, dass euch das widerfährt. Erstmal, was sagen wir? Wir sagen erstmal, wir werden nicht in den Mund nehmen, dass Allah etwas nicht kann. Punkt.
Weil das Wort kann gar nicht bei uns über den Mund kommen, dass er etwas nicht kann. Aber was wir sagen ist erstmal, selbst wenn er das nicht könnte oder irgendetwas nicht könnte, wäre das kein Beweis, dass es keinen Schöpfer gibt. Weil wir reden ja hier über Atheismus, das heißt, es ist kein Beweis für deine These. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass wenn Pierre Vogel und ein Atheist gemeinsam beim Teetrinken sitzen würden und der Atheist nach Milch und oder Zucker fragen würde, Pierre Vogel das als ein Argument gegen die Existenz Gottes ansehen würde. Wo kam in dem Satz, kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann, das Wort Existenz Gottes vor? Dieses Argument, kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann, dreht sich einzig und allein darum, die Allmacht als blödsinnig darzustellen, was sie übrigens auch ist, weil sich dadurch ein Paradoxon ergibt. Allah kann entweder einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann, oder er kann einen Stein erschaffen, den er heben kann, wodurch er einen Stein, den er nicht heben könnte, nicht erschaffen könnte. Das heißt, wir hätten ein Paradoxon. Entweder geht das eine oder das andere. Beides auf einmal geht nicht. Darüber habe ich ein paar Videos gemacht. Die könnt ihr hier gerne auf meinem Kanal nachgucken. Ich verlinke sie vielleicht sogar unten in der Videobeschreibung. Da habe ich viele interessante Kommentare bekommen. Am intelligentesten wäre da noch zu sagen, wenn Allah allmächtig ist, kann auch ein Paradoxon auflösen, also ist die Frage unsinnig. Aber nachdem wir jetzt erstmal geklärt haben, dass Pierre Vogel das dämlichste Arschloch aller Zeiten ist, weil er immer sagt, Existenz wird nicht wegbewiesen getan, möchte ich nochmal auf sein Eingangsding eingehen. Erstmal diese sehr stylische, ich bin eine giftige Schlange im Gras Bewegung. Antworte nicht direkt drauf. Ich bin die Schlange K, vertraue mir. Wie kann man durch eine Handbewegung zeigen, dass man ein böses Arschloch ist? Wieso macht man das? Wieso macht diese Schlangenhandbewegung, ich bin böse, vertraue mir nicht? Gut. Und zum anderen, was ich so geil finde, damit wollen die uns verwirren. Also die nochmal sein Ding zusammengefasst. Zu behaupten, Evolution bestünde aus Selektion, das macht dann eine Giraffe, zieht ihren Hals lang. Das ist wie Lesen lernen, ne? Eine Gazelle zieht ihren Hals lang, wird eine Giraffe. Das kannst du aber nicht vererben, das ist ja wie Lesen lernen. Sinngemäße Zitate übrigens, by the way. Und zu sagen, Mutation ist dann eine Eiszeit. Und auf einmal wächst da einem ein dickes Fell und da passt das. Das ist nicht verwirrend, überhaupt nicht. Leute, Zitate zu nehmen, die 60 Jahre passiert sind, bevor der Sache, auf die sie sich angeblich beziehen, das ist auch nicht verwirrend. Überhaupt nicht verwirrend. Sich auf 100 Jahre alte Einzelfälle zu beziehen und zu sagen, alle Fossilien sind zusammen erstungen und hallo, guck mal, vor 100 Jahren da. Diese Dingens in England mit dem Orang-Utan-Kiefer, alle erlogen. Das ist nicht verwirrend, 100 Jahre alte Fälle. Riesige Strohmänner, Lügen ohne Ende, nicht verwirrend. Aber eine Frage über die Allmacht, die ist auf einmal verwirrend. Kann er alles auf einmal? Jo, das ist ja Allmacht, nicht? Kann er auch einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann? Das ist ja viel zu verwirrend hier. Nee, das geht ja gar nicht, dazu fragen. Pierre, du bist ein heuchlerisches Miststück, du dreckige Schlange. Meine Kacke. Zweite Sache ist, wir sagen, das, was Allah macht, macht er mit Verstand. Oder nicht mit Verstand, sondern mit Wissen und mit Weisheit. Und das, was er erschafft, macht er mit Wissen und Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten.
Wenn Allah sagt, er hat keinen Anfang und kein Ende, dann kannst du nicht sagen, kann Allah einen Anfang haben? Und dann hat er einen Mangel, weil er keinen Anfang haben kann. Das würde sich widersprechen. Allah hat keinen Anfang. Also können wir nicht sagen, ja, kann Allah einen Anfang haben? Dann kommt der nächste, ja, kann Allah unwissend sein? Nee, weil Allah ist schon von sich selber, von seinem Wesen her, allwissend. Kann Allah sich verletzen? A'udhu billah, nein. Weil Allah Weisheit hat und sich niemals verletzen kann. Kann Allah bezwungen werden? Du sagst, du kommst praktisch mit einer negativen Eigenschaft und willst damit die Vollkommenheit Allahs kaputt machen. Versteht ihr? Was ist hier das Ziel? Er will mit einer negativen Eigenschaft die Vollkommenheit Allahs zunichte machen. Ich revidiere meine Aussage. Würden Pierre Vogel und ein Atheist gemeinsam Kaffee trinken? Und würde der Atheist nach Milch und oder Zucker fragen? Pierre Vogel würde sagen, du willst ja nur allen kaputt machen, nur weil ich kein Salz im Haus habe. Wie kommt man von der Frage, kann Allah diese zwei Sachen gleichzeitig machen? Kann er gleichzeitig den Stein erschaffen, den man nicht heben kann und ihn trotzdem heben? Zu, da will ja nur Allah mit irgendwas kaputt machen, mit negativen Eigenschaften. Es wurde nicht gefragt, kann sich Allah selber den Kopf abreißen? Es wurde nicht gefragt, kann Allah Sex mit einem Esel haben? Es wurde nicht gefragt, kann sich Allah von einem Esel durchnehmen lassen? Warum habe ich das mal mit Eseln? Es wurde nicht gefragt, kann Allah Dinosaurier mit Laserkanonen ausstatten, damit sie ihn töten können? Nein, es wurde einfach nur gefragt, kann er einen Stein heben, den überhaupt niemand nicht mehr er selber heben kann und ihn dann noch anheben? Kann er sowas erschaffen tun? Das ist eine Frage. Oh. Wie kommt man von, kannst du 2 plus 2 zusammenrechnen, zu negative Eigenschaften reinbauen? Oh. Allah hat laut Pierre Vogel das komplette Universum erschaffen. Ist das da so viel verlangt, ihm nach einem verfickten Stein zu fragen? Aber dann ist es auf einmal was mit negativen Eigenschaften. Gott, regt mich der Typ auf. Deswegen, und Allah sagt auch, er ist größer als allem. Und deswegen kann es niemals sein, dass es etwas gibt, was größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Dings von heute. Endlich. Wie man mit Atheisten diskutieren kann. Ich würde euch bitten, schaut euch diese Vorträge an. Dauerkurs, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Macht diese Fragen mit. Schaut euch das nochmal an. Endlich frei. Endlich frei. Ach, ihr wartet bestimmt noch auf die Fragen, die Vogel angekündigt hat. Na, die waren nicht so doll, wie ich erwartet hätte. Das war im Grunde nur: Widerlege Darwinismus in 6 Schritten. Warum kann aus unbeliebter Materie kein Leben entstehen? Was antworten wir auf, wer hat Gott erschaffen? Und warum widerlegt die Existenz von Krankheiten, Naturkatastrophen, Tokyo-Hotel und so weiter nicht die Existenz eines Schöpfers? Also im Grunde alles Sachen, auf die man antwortet, ich baue einen Riesenstrohmann und lüge wie gedruckt. Aber ich habe eine Frage an euch und die ist deutlich besser, als der Scheiß den Vogel gefragt hat. Warum habt ihr diese Videos geguckt? Ernsthaft, das waren 6 Videos, die jeweils mindestens eine halbe Stunde gingen, die meisten deutlich mehr. Also, warum habt ihr das geguckt? Ich traue jedem von euch zu, dass ihr euch Pierre Vogel eigenständig kaputt hauen könnt. Der einzige Grund, aus dem ich Pierre Vogel hier überhaupt genommen habe, ist, dass er ein relativ großer Name ist und aus diesem Grund die meisten populären Argumente bringt, beziehungsweise die meisten populären Argumente widerlegen muss. Weil er es halt für eine große Gruppe macht. Das ist der einzige Grund, warum ich den Typ genommen habe hier. Und damit ich die alten Videos löschen kann. Es ist nicht so, dass Pierre Vogel irgendwie geistige Elite wäre und es super mega schwer ist, den zu widerlegen, dass ich mich hier hinstellen will, um zu sagen, guckt mal, ich habe den Vogel fertig gemacht, ich bin so mega super schlau und ihr seid so doof.
Jeder von euch kann den Typen selbstständig widerlegen. Ich meine, jeder von euch ist intelligent genug, dass wenn er hört, diese Evolutionstheorie, die von 95% der Menschen anerkannt wird, ist Bullshit. Und da habe ich das Zitat von diesem Derek V. Ager. Da guckst du nach, okay, wer ist Derek V. Ager? Na, der ist wahrscheinlich irgendwann in den 70ern gesagt. Und das hat er von Harun Yahya, die Aussage. Und er hat von Art, nicht, hat nicht von Spezies gesprochen, sondern von Gruppen. Okay, das mit Ager war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil ich ja selber eine halbe Stunde suchen musste. Aber wenn einer sagt, Abiogenese, weithin anerkannt von Chemikern und Biologen, wird dann gesagt, ja, dieses Experiment von diesem Miller da, das ist vollkommene Scheiße, das hat voll keine Bedeutung mehr. Sagen Wissenschaftler, voll keine Bedeutung. Der Pasteur hat sogar schon vorher gesagt. Da ist auch eure erste Reaktion, okay, ich google das. Ah, der Miller hat das 1953 gemacht. Und das haben schon ganz viele andere gemacht mit anderen Zusammensetzungen der Atmosphäre. Darum hatte das keine Bedeutung. Interessant. Was war der Pasteur? Ah, der Pasteur war schon 60 Jahre tot, wo der experimentiert hat, der Miller. Tja, das hat damit wohl nichts zu tun, würde ich mal sagen. Ich meine, das kapiert ihr doch, oder? Das ist mindestens euer geistiges Level, wenn nicht höher. Ich traue jedem, der mich gefunden hat, zu, dass ihr über Roffels und LOL weit erhaben seid. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht irgendwie auf der Startseite und zeige irgendwelche nackten Titten. Ich bin irgendwo in einem obskuren Winkel und habe nicht mal 100 Aufrufe in den meisten Videos. Das heißt, irgendwie müsst ihr ja schon allgemein mehr so in die Richtung, ich guck mal selber nach und bilde mich sein. Das heißt, um Vogel zu widerlegen, braucht ihr meine Hilfe nicht. Was mich mit der Befürchtung lässt, dass ihr einfach nur gerne seht, wie ich mich sinnlos aufrege. Und wenn ihr das wollt, kein Problem. Da kann ich mir einfach jeden Sonntag die Bild kaufen, setz mich hier gemütlich morgens um 8 hin und brüll, bis meine Nachbarn aufwachen. Was lustig ist, weil meine meisten Nachbarn samstags bis 4 Uhr morgens aus dem Haus sind. Das wäre ein gutes Konzept. Also, ernsthaft, bitte schreibt mir, warum ihr die Videos gesehen habt. Seht ihr einfach gern, wie ich mich aufrege? Oder hattet ihr Pech und konntet die Quellen nicht finden, die ihr gebraucht habt? Oder brauchtet ihr einfach nur irgendwas, was im Hintergrund dudelt, während ihr Minecraft spielt? Ginge ja auch. Ja, das wär's dann soweit von mir und Pierre. Ich hoffe, ich muss nie wieder was über Pierre machen. Okay, nach über 3 Stunden vielleicht eine Nachlese, aber nicht viel. Nicht viel. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, warum auch immer. Bitte schreibt mir, warum ihr die Videos gesehen habt, das würde mich echt interessieren. Und ja, man sieht sich.